Dann, wie fangen wir an? Ah ja, Warschädel, Warschädel Robert. Und ja, ich bin komplett geheilt. Bravo! Außer, draußen war es so schön, ja. Ein freier Blick bis zu den Bergen, Vogelschwärme am Himmel, Forellen in den Bächen. Entschuldigen Sie, aber da pfeife ich doch auf dieses ganze Psychogetue. Was, wie ich mich fühle? Prächtig, großartig, saumäßig. Mir fällt doch überhaupt nichts. Glitzerte etwas im hohen Gras und dem ging ich nach. Und fand ein Flügelhorn. Völlig zerstörtes Flügelhorn. Cabrio-Fahrerin, blondes Haar, dunkle Sonnenbrillen und ein äußerst knapp geschnittenes Kostüm. Es tue ihr furchtbar leid. Gut, dass ich so ein robuster Kerl bin. Was ich denn hier tue? Ich bezeichnete mich als Zeitungsjournalist mit kaputtem Auto, per Anhalter unterwegs zum Hof des toten Charlie Notnagel. Recherche für einen Artikel. Steigen Sie ein. Ich bringe Sie hin. Als kleine Wiedergutmachung, sozusagen.
Ledersitze, das Armaturenbrett aus Kirschenholz und dazu dieses sinnesbeflügelnde Parfum. Ob Sie den Konrad Eipeldauer kennen, bei dem sei ich nämlich gerade gewesen. Natürlich kenne Sie den Eipeldauer. Der habe es gerade nicht leicht. Seit seiner Scheidung gehe es mit dem Betrieb nur mehr bergab. Dem Sägewerk drohe der Konkurs. Na und, Charlie Notnagel, haben Sie den auch gekannt? Statt einer Antwort griff sie bei über 100 Stundenkilometer nach hinten auf die Rückbank und zog etwas aus ihrem Aktenkoffer. Sie haben da was am Kragen. Darf ich? Ja, bitte. Gerne. Eine Distel. Passt zu Ihnen. Finden Sie? Ja. Sie sind nicht gleich durchschaubar und lassen nicht alles gleich an sich ran. Das macht Sie interessant. Interessant? Ja. Und dann fuhren wir im Cabrio in das betörende Licht einer von dünnen Schäfchenwolken umspielten Sonne. Das satte Grün der Wiesen und Weiden. Am Lenkrad die solargebräunte Bauunternehmerin. Und daneben ein Robert Rohrschädel, den längst vergessen geglaubte Empfindungen aufs Herrlichste verwirrt. Ja, ja. Kein Problem. Die paar Meter. Danke.